Movie star. Movie star is in the house. Oh yeah. Herzlich willkommen auf Slaven Stream Sport zum großen Finale der Vuelta Etappe 21. Die letzte Etappe steht auf dem Programm. Das hier ist die Gesamtwertung. Giulio Ciccone hat das Trikot erobert auf der 20. Etappe. Es ist unfassbar, wie spannend diese Vuelta hier bei uns ist. Rodriguez hat 5 Plätze verloren. Der war im roten Trikot, hat schon vom Vuelta-Sieg geträumt und ist auf Platz 6 zurückgefallen. Wir hatten auch schon Felix Gall im roten Trikot, wir hatten Chris Harper im roten Trikot und wir hatten Michael Woods zweimal sogar im roten Trikot. Unglaublich, was hier alles passiert ist. Enric Mas ist 5., 2 Minuten Rückstand. Es wird schwer, noch aufs Podium zu kommen, zumal jetzt das Zeitfahren kommt. Das liegt ihm natürlich gar nicht. Und mir, wisst ihr, liegt das auch nicht. Ich bin da nicht sonderlich gut. Trotzdem geben wir unser Bestes und hoffen, dass wir hier jetzt noch alles möglich machen. Arcas, Canal und Sanchez sind schon im Ziel, gerade auf der Strecke für uns Quintana und Oliveira. Oliveira ist unser bester Zeitfahrer. Der ist bei der Zwischenzeit auch 14. bzw. 7. kommt jetzt dann auch Richtung Ziel. Aber ich bin natürlich noch am Rumprobieren, was die beste Einstellung ist. Quintana geht jetzt zum Beispiel 700 Meter vom Ziel ein, ist aber natürlich auch kein guter Zeitfahrer. Schauen wir mal, wie es bei Oliveira aussieht. Ich glaube, dass der auch eingeht, aber ein bisschen später. Ja, wobei, bei ihm geht es sogar sehr, sehr gut auf. Guck mal. Jetzt, also 100 Meter vom Ziel geht er erst ein. Ist 7. im Ziel. Das ist eine sehr, sehr gute Zeit. Schneller als Vacek zum Beispiel und auch schneller als ein Askren. Klar sind da ein paar vor uns, aber wenn man sich die Namen anschaut, sieht man auch, dass das absolute Top-Zeitfahrer sind. Jo, was haben wir uns jetzt ausgedacht? Also mein Plan ist folgender, wir werden zu Beginn mit 85 Einsatz losfahren und hier kommt dann so ein kleines Bergaufstückchen, da schalten wir dann hoch auf ungefähr 89. Wenn wir oben angekommen sind, schalten wir wieder auf 85, weil dann geht es hier wieder leicht bergab. Und im Ziel, seht ihr, geht es nochmal ein bisschen hoch. Da wäre es natürlich geil, wenn man noch ein bisschen Energie hätte. Also vielleicht muss man irgendwo dann nochmal gucken, dass man irgendwo Energie noch spart. Vielleicht fahren wir bloß mit 84 los, dass wir dann am Ende noch die Energie haben. Irgendwie sowas. Aber ich glaube, das ist eine relativ gute Einstellung, die wir haben. Die echten Profis stellen natürlich hier 100 Mal hin und her. Aber ihr wisst ja, im Zeitfahren bin ich jetzt nicht der Allerbeste. Gucken wir mal, was geht und gucken wir vor allem, welche Tagesform wir haben. Wenn wir nicht eine sehr, sehr gute Tagesform mit Enric Mas haben, hat sich das sowieso erledigt. Lascano, der hat eine gute Tagesform, wie wir hier unten sehen können. Das ist mindestens eine plus 1, wenn nicht eine plus 2. Mit dem testen wir das Ganze jetzt nochmal. Plus 1 hat er. Also, wir stellen auf 85. Spulen jetzt natürlich vor, dass es ein bisschen schneller geht. Gleich kommt auch Rubio auf die Strecke. So, Rubio ist auch da. Im Bergtrikot, wunderschön. Stellen wir auch auf 85. Wobei, den stellen wir jetzt mal 84. Gucken mal, ob das Unterschiede macht. So, Lascano, passabler Zeitfahrer, wie gesagt, er kann hier durchaus in die Top 20, 30 fahren. Mehr wird wahrscheinlich nicht drin sein, weil wir da auch einfach zu schlecht sind. So, jetzt geht es hier ein bisschen hoch. Ihr seht es an der Prozentzahl hier unten. Es geht jetzt schon 2-3% hoch, aber es geht auch dann gleich wieder nur 1% hoch. Seht ihr, 1,7 und so weiter. Und richtig steil wird es erst dann, wenn diese grüne Markierung kommt. Und dann würde ich eben kurz mal auf 89 stellen. Dass wir da noch ein bisschen was rausholen. Also jetzt, wenn man so dieses gelbe Ding da oben sieht, dann kann man hochschalten. Jetzt sind wir drin, auf 89 geschaltet. Dann gibt er noch ein bisschen mehr Gas. Und hier sehen wir schon die Kuppe, da sind wir oben. Und da schalten wir jetzt wieder zurück auf die 85. Bei Rubio machen wir es jetzt genauso, nur dass der mit 84 losgefahren ist. Schauen wir, ob das einen Unterschied macht. Ich meine, das ist jetzt natürlich nicht vergleichbar, weil Rubio deutlich schlechter ist im Zeitfahren. Der wird automatisch weniger Balken übrig haben am Ende. Aber trotzdem machen wir das bei ihm jetzt so. Bei ihm gehen wir sogar jetzt ein bisschen früher in die 89 rein, weil er ja am Berg dafür besser ist. So, und jetzt wieder zurück auf die, sagen wir mal, 85. Wir hatten 84, jetzt 85. So, Lascano ist im Ziel. Der hat noch Balken, also was heißt Balken übrig? Der hat quasi fast keinen mehr übrig. Also das hat bei ihm perfekt funktioniert.
Und wenn jetzt Mass eine positive Tagesform hat, ist er gar nicht so weit weg von der Fähigkeit von Lascano. Dann könnte es mit der Einstellung funktionieren. Behaupte ich jetzt mal. Schauen wir mal, ob das klappt. Bei Rubio haben wir jetzt 84 gehabt und dann am Ende eben 85. Gucken wir mal, ob das klappt. Jetzt müssen wir uns allerdings um Mass kümmern, weil der startet nämlich jetzt. Also Rubio geht ein, kurz vorm Ziel. Tja. Mass, ja. Der hat eine gute Tagesform. Plus 4 im Zeitfahren. Das ist doch eine plus 2. Oh ja, oh ja. Macht euch, zieht euch warm an, Leute. Dann machen wir es mit 85. Dann ziehen wir es jetzt durch mit 85, oder? So, Almeida, der hat natürlich einen guten Zeitverwert. Der braucht eine negative Tagesform, dass wir da an den rankommen. Ansonsten wird er nicht schlagbar sein, auch schon wegen dem Ebenenwert. Und bei Roglic ist es natürlich noch schlimmer. Da wird, im Normalfall wird nichts mehr gehen für uns. Aber wir gucken einfach mal. Erste Zwischenzeit können wir dann auch gleich vergleichen. Wir fahren jetzt erstmal mit der 85 chillig los. Werden bei der ersten Zwischenzeit wahrscheinlich nicht so gut dastehen. Ich glaube, das ist der schlechteste Platz bei der ersten Zwischenzeit, den wir haben. Das ist Platz 51. So, und jetzt geht es gleich hoch. Aber wir schalten natürlich noch nicht hoch. Wir machen das, wie gesagt, erst, wenn es ein bisschen steiler wird. Und vielleicht schalten wir dann auf 84 zurück, dass wir am Ende nochmal hoch beim kleinen Berg nochmal zulegen können. Vielleicht machen wir das so. So, jetzt geht es gleich rein hier. Jetzt kommt die Kurve. So, und jetzt schalten wir hoch auf. Komm, lass. Nee, komm, lass 89. Wir haben es getestet. Lass 89 machen. Nicht gleich wieder übertreiben und 90 machen. Am Ende geht das schief. Und dann stehen wir da wie so Idioten. So. Das sieht doch gut aus. Gleich kommt die Kuppe. Schön den roten Balken beansprucht im Abschnitt, der ihm liegt. Das ist perfekt. Schwung mitgenommen, runter auf erstmal 84. Lass erstmal 84 machen. So, wie sieht es mit der Zwischenzeit aus bei Almeida? Die erste Zwischenzeit, siebter mit 5 Sekunden Rückstand, Roglic dritter mit 2 Sekunden Rückstand, Landa 55., Ciccone 52. Also es wird Roglic und Almeida, die werden die beiden, die aktuell vorne sind, sowas von jagen. Das könnte so spannend werden. Da bin ich sehr gespannt. So, Mass mit 84 unterwegs. Wir werden am Ende nochmal hochschalten, wenn es hier nochmal ganz kurz hochgeht bis zum Ziel. Aber ich glaube, die Einstellung, die wir hier getroffen haben, ist echt nicht schlecht. Wer ist eigentlich hinter uns? Rodriguez. Das ist ja eigentlich unser Gegner, weil der könnte uns noch einholen. Hat 16 Sekunden bloß Rückstand. 34 Sekunden bei der zweiten Zwischenzeit. Ja, der hat uns schon überholt. Der hat uns leider schon überholt, muss man sagen. So, jetzt geht es hier gleich hoch. Nochmal kurz runter, dann geht es hoch. Ja, wir können nicht so viel hochschalten, leider. Da hat die 84 nicht so viel gebracht, wie ich erhofft habe. So, jetzt geht es hier nochmal hoch zum Ziel. 1 Kilometer noch. Ich würde sagen, ja komm, lass es uns probieren mit 89. Nochmal ein bisschen beschleunigen. 600 Meter noch. Sprint jetzt zum Ziel. Rein da. Wie viel haben wir? 1,18. Was hat Rodriguez verloren? Wissen wir nicht. Rodriguez wissen wir nicht. Doch hier, Carlos Rodriguez. 55 Sekunden. Oh, so knapp. Oh, 55 Sekunden hat Rodriguez. Wir haben 1,18. Das heißt, wir haben 23 Sekunden verloren. Das heißt, Rodriguez ist 7 Sekunden vor uns in der Gesamtwertung. Gut, Almeida wird uns eh überholen. Die Frage ist jetzt, wer gewinnt die Vuelta? Almeida 22 Sekunden zurück. Jetzt gehen wir zu Roglic. Roglic und Almeida, wir gucken uns das jetzt an. Roglic hat einen Vorsprung von, ja, eigentlich genug. Okay, das spielt keine Rolle. Roglic wird locker vor Almeida bleiben. Roglic wird locker vor Almeida bleiben. Er fährt 5. beste Zeit, 9 Sekunden Rückstand. Jetzt die Frage, was machen Landa und Ciccone? Alter, ist das spannend! 5 Sekunden Rückstand hat er bloß der Roglic, oder? Gucken wir mal nochmal, bevor ich mich hier verguckt habe. Ne, jetzt kann ich es nicht mehr mir anschauen. Ich glaube, 5 Sekunden hier oben. 9 Sekunden waren es. Genau, 5. Platz, 9 Sekunden. Er hat einen Rückstand von 45 Sekunden auf Ciccone und auf Landa sind es bloß 7. Landa holt das sowieso. Das spielt keine Rolle. Die Frage ist, Roglic oder Ciccone? 45 Sekunden. Das heißt, Ciccone darf nur 54 Sekunden verlieren. Ja, das ist vorbei. Das ist vorbei. Roglic gewinnt die Vuelta.
Und ich würde sagen, zwischen Landa und Ciccone und Almeida. Alter, Almeida holt eine Minute locker auf. Nee, Almeida ist Zweiter, oder? Oder Ciccone. Almeida und Ciccone streiten sich um Platz 2. Der andere wird Dritter, Landa wird Vierter, Rodriguez wird Fünfter und Mas wird Sechster. Oh, 209. Ja, dann ist auf jeden Fall hier Kollege Almeida Zweiter. Roglic, Almeida, Ciccone, Landa, Rodriguez, Mas. Genauso ist es, wie ich es getippt habe. Ja. Boah, was sagt man jetzt dazu? Wir freuen uns erstmal über den Gewinn des Bergtrikots. In letzten Woche haben wir das nochmal rumgerissen, das Ding. Das war echt gut. Zweiter in der Punktewertung mit Enric Mas ist auch nicht schlecht. Was ist in der Teamwertung passiert? Oh, wir haben es verteidigt. Sehr schön. Teamwertung gewonnen, Bergwertung gewonnen, eine Etappe gewonnen. Ja, wie zufrieden sind wir jetzt mit der Gesamtwertung? Platz 6 bin ich nicht zufrieden, aber wenn ich es mir anschaue, wie es zustande gekommen ist und wie die Abstände sind, dann muss ich sagen, es ist ein bisschen mehr als eine Minute auf Platz 3. Und wir hatten so oft minus 2 Tagesform. Ich bin eigentlich einigermaßen zufrieden. So, und Etappe haben wir eine ja gewonnen, ne? Mit Sanchez. Das war die 11. Etappe. Der Doppelsieg vor Lascano. Ich glaube, sonst haben wir keine mehr gewonnen. Nee, aber da haben wir auch nicht drauf geguckt, also das passt schon. Ich bin zufrieden. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. War das eine gute Leistung? War das eine schlechte Leistung? Was hätte ich besser machen können? Gerade im Hinblick natürlich auf die Gesamtwertung mit Enric Mas. War da mehr drin? Trotz der Tagesform? Würde mich interessieren. Und vor allem würde mich interessieren, wenn ihr das Gleiche gemacht habt, also auch mit Movistar gespielt habt. Wie ist es bei euch ausgegangen? Wir sehen uns. Verfolgt weiterhin den XXL-Multiplayer und meine Singleplayer-Karriere mit Cofidis. Wir sehen uns auf Slavin Stream Sport. Movie Star is in the home.